Ja, bei uns ist Yannick Schetti, der Jugendsprecher der NEOS, zu Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Heute ja der große Tag für ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Also der Osten Österreichs legt vor, in einer Woche ist dann auch Westösterreich am Start, denn es geht wieder los. Endlich wieder Freunde treffen, Freunde sehen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch mit dabei. Auch für die ganz Kleinen geht es wieder in den Kindergarten. Mhm. Die Frage ist natürlich die, wird es wieder ein normales Jahr, das uns ja versprochen wurde, also sprich ein Jahr ohne Homeschooling, sondern wirklich mit Präsenzunterricht. Was erwartet denn die Schülerinnen und Schüler jetzt? Ja, es müsste eigentlich ein normales Jahr werden und das Wünschen, und Wünschen ist vielleicht ein zu schwacher Ausdruck, das erwarten wir uns auch. Nach 1,5 Jahren im Krisenmodus haben sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern verdient, dass wieder ein Normalbetrieb einkehrt, vor allem, weil jetzt im Vergleich zu letztem Jahr ganz andere Ausgangslage ist, nämlich mit dem Impfen wir ja auch den Dealbreaker eigentlich haben in dieser Pandemie. Da kommen sozusagen mehrere Sachen zusammen. Einerseits, dass wir in Österreich eine vergleichsweise schlechte Durchimpfungsrate haben. Ich war jetzt im Sommer in Dänemark zum Beispiel, habe dort auch mit Politikern, aber auch einfach mit Freunden, eine gute Freundin wohnt dort in Dänemark, die haben dort Durchimpfungsraten, dass die dort einen Freedom Day verkündet haben, ja, dass wir in den Regelbetrieb starten können. Da sind wir in Österreich weit entfernt, das ist mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, in diesem Setting, schlechte Durchimpfungsrate, finden wir, dass der Bildungsminister und das Ministerium nicht entsprechend reagiert. Warum? In den Schulen gilt jetzt eine Testpflicht, nicht wie in allen anderen Bereichen eine 3G-Regel oder eine 2G-Regel, wie auch immer, aber es gilt jetzt eine Testpflicht. Dreimal die Woche müssten sich geimpfte Schülerinnen und Schüler testen lassen. Das ist ja Wien und andere Bundesländer anders, oder? Bitte? Das ist ja in Wien auch anders geregelt als in anderen Bundesländern, was so PCR und Antigen und so angeht. Richtig, richtig. Ja, aber die sozusagen die definitive Ungleichbehandlung ist, dass ein geimpfter Lehrer, für den reicht ein Antigen-Test, ja, wenn wir dann in Richtung 1G-Regel gehen und 2G, Entschuldigung, und für Schülerinnen und Schüler, die müssen sich dreimal die Woche testen lassen, und auch wenn sie geimpft sind. Und das ist natürlich nicht, also das gibt es auch keine sachliche Begründung dafür. Und wir würden da verlangen, dass für Schülerinnen und Schüler das gilt, was auch für alle anderen gilt, und vielleicht sogar darüber hinaus man dort noch sensibler ist. Warum? Weil natürlich Schülerinnen und Schüler, gerade die ganz Jungen, auch in einer ganz anderen Phase stecken als erwachsene Menschen, und die müssen endlich aus dem Krisenmodus rauskommen, weil wir wissen, dass dieser Krisenmodus, die Lockdowns und die ganzen Kollateralschäden oder die Maßnahmen eben Kollateralschäden verursacht haben. Wir wissen, dass viele Kinder suizidgefährdet sind. 16% aller Schüler, Kinder und Jugendlichen haben Selbstmordgedanken. Wir wissen, dass Magersucht, Depression extrem grassiert, und da müssen wir endlich wieder in Normalität kommen. Warum ist es so? Also 16% ist ja wirklich eine Menge. Das ist ja jetzt nicht mal einer von sieben oder eine Person von sieben. Natürlich, die sozialen Medien spielen da ja auch entsprechend mit, aber inwiefern ist das noch durch eben dieses Homeschooling, das ja im letzten Jahr immer wieder oder sogar eigentlich ein Großteil des Jahres Standard war, warum wird das dadurch noch mehr forciert? Ja, da sind sich Experten und Expertinnen ganz einig, weil die sagen, ich habe auch mit vielen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen gesprochen, Kinder und Jugendliche, die brauchen soziale Kontakte, um gesund aufzuwachsen. Und wenn diese sozialen Kontakte reduziert werden, dann steigen eben die genannten Symptome bis hin dann auch zu Erkrankungen. Und was mich so ärgert ist, das sind nicht so banale Erkrankungen. Wenn jemand sich den Haxen bricht, dann nimmt das auch jeder ernst. Aber wenn die Seele gebrochen ist, und das ist nichts anderes, wenn man schwer depressiv ist oder Suizidgedanken hat, dann ist das eigentlich Politikern relativ egal. Möchte ich nicht unterstellen, dass es ihnen egal ist, aber an den Maßnahmen ist es irgendwie so abzuleiten. Und deswegen sagen Experten... Das Phänomen natürlich, wenn einer mit dem Gipsfuß daherkommt, sehe ich sofort einen Gipsfuß. Richtig. Wenn es dabei jemand eben psychisch im Moment gerade Probleme hat, das ist nicht gleich offensichtlich. Richtig, ja, das ist sicher, aber da würde man von Politikerinnen und Politikern schon erwarten, dass sie die Fähigkeit haben, auch Sachen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, als genauso gefährlich zu erkennen. Wenn nicht sogar viel gefährlicher als ein gebrochener Fuß, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und Expertinnen und Experten noch auf ihre Frage sind sich eigentlich ganz einig, was man tun müsste, um diese Zahlen wieder runterzubringen. Also die Suizidalitätszahlen und Anzahl der Depressiven ist, dass Sportangebot wieder aufmachen kann, dass der Regelschulbetrieb wieder stattfinden kann und vor allem, dass eine Sicherheit da ist. Also was für ganz viele auch ganz schlimm ist, ist so dieses Damoklesschwert, nächste Woche sperrt die Schule auf, sperrt sie zu. Und ich habe mir schon erwartet, jetzt im Sommer, ich war mir nicht sicher, mit Freunden noch darüber geredet, jetzt wird in der Schule ein Lockdown ausgeschlossen sein. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Das heißt, kann man sagen, dass für Kinder eigentlich dieses Homeschooling gefährlicher ist als die Corona-Erkrankung? Da bin ich
insofern der falsche Adressat, weil ich jetzt auch nicht verharmlosen möchte, dass auch bei Kindern viel, viel seltener und im ganz anderen Schweregrad, aber eben auch Corona Schäden verursachen kann. Also wir sind ja keine Corona-Leugner, ja, im Gegensatz zu einer anderen Partei. Ganz im Gegenteil, wir nehmen die Erkrankung ernst, aber wir sind der Auffassung, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen diese Lockdowns schwerere Schäden hervorrufen als bei Erwachsenen, psychische Schäden. Und da muss man eine Abwägung treffen. Politik ist immer eine Abwägung. Ja? Wenn Sie irgendwo einen Sportplatz hinbauen, ist es eine Abwägung zwischen den Nachbarschaftsinteressen und dem Interesse des Sportvereins, den da zu haben. Und auch bei den Corona-Maßnahmen ist es eine Abwägung zwischen dem Interesse, die Zahlen runterzubringen, zu drücken, Hospitalisierungen zu vermeiden und eben den Schäden, die durch Lockdowns entstehen. Und wir sind der Meinung, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen diese Abwägung so ausfallen muss, dass wir zuerst alle anderen Maßnahmen treffen, die irgendwie möglich sind. Und nur als absolut letzte Konsequenz können wir über strenge Maßnahmen in Schulen nachdenken. Aber bei uns ist es umgekehrt, weil es bei den Kindern und Jugendlichen am einfachsten ist, weil die sich nicht wehren können, sperren wir zuerst die Schulen zu, verhängen wir restriktive Regelungen über den Schulen, bevor wir über andere Maßnahmen nachdenken. Sie haben ja überhaupt ein anderes Maßnahmenbefinden, wie zum Beispiel eben die Regierung, was die Schulen angeht. Sie haben ja mit Ihren Kollegen von den NEOS gerade auch einen offenen Brief entsandt an den Bildungsminister und dabei auch einige Forderungen gestellt. Welche Forderungen waren das denn? Also ganz allen voran ist eigentlich eine Forderung, die einfach einzuhalten wäre, weil man für keinen Cent mehr investieren muss. Also keine budgetäre Forderung, sondern ein Versprechen des Gesundheitsministers und des Bildungsministers, dass wir keine Lockdowns mehr an Schulen haben werden. Das haben sich die Schülerinnen und Schüler verdient. Da gibt es ja noch ein Bündel an anderen Maßnahmen, aber Schulschließungen, Distance Learning, das darf einfach nicht mehr passieren. Die zweite Forderung ist, dass wir endlich einen Chancenindex schaffen. Das hat mit Corona jetzt nicht im Kern was zu tun, Corona hat es verschärft, aber dass wir die Finanzierung an den Schulen umstellen, nämlich dass an Schulen mit besonderen Herausforderungen, die sogenannten Brennpunktschulen, die Finanzierung insofern erhöht wird, dass man nach den jeweiligen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler finanziert und nicht pauschal mit der Gießkanne verteilt. Und der dritte Punkt ist, habe ich auch schon kurz angesprochen, dass Sportangebote ausgebaut werden müssen, man auch überlegen soll, wie man Sport und das Aufarbeiten der Corona-Schäden verbinden kann. Und ein letzter ganz konkreter Punkt habe ich der Jugendministerin auch vorgeschlagen. Sie hat gesagt, das findet sie eine gute Idee. Passiert ist es leider nicht. Wäre ganz einfach, wird nicht viel kosten. Bis Ende des Schuljahres soll in jeder Schulklasse in ganz Österreich ein ganztägiger Workshop mit einer Psychotherapeutin stattfinden, einem Psychologen, um einmal ganz niederschwellig über die Herausforderungen durch Corona zu reden. Das ersetzt natürlich keine Psychotherapie, keine Frage, aber da sind sich auch Experten einig, das würde mal die Hemmschwelle zur Psychotherapie massiv senken. Wie viele Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, um es zugespitzt zu sagen, in Wien Favoriten wissen denn, wie man eine Psychotherapeutin kontaktieren kann, wie der Zugang ist. Und das wäre so ein großer Hebel, wird nicht viel kosten und da verstehe ich nicht, warum man nicht sowas angeht zum Beispiel. Also hier auch um das Eis zu brechen sozusagen, genau. Und zu sagen, wir sind schon mal jetzt hier, haben schon dieses Gespräch, man sieht dann auch, es geht nicht nur mir so, sondern es gibt auch andere Schülerinnen und Schüler, die etwas Ähnliches, die diesbezüglich empfinden und natürlich auch das Ganze so aufzuarbeiten und dann als nächsten Schritt richtig. Dann auch dieses One-on-One-Coaching ja, zu haben. Ja, kann man Visitenkarten verteilen, Flyer mitgeben und sagen, hey, da ist eine gratis, kostenlose Beratung für Schülerinnen und Schüler. Man kennt mal wen, man kann vielleicht die sogar kontaktieren, die kann man weitervermitteln. Also es geht darum, einfach diese Niederschwelligkeit zu gewährleisten. Und das müssen natürlich Profis machen, das können auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer nicht ersetzen. Jetzt ist es so, dass insgesamt in der Gruppe zwischen 12 und 17 Jahren erst 11% voll immunisiert sind. Also sprich 11% sind geimpft. Gleichzeitig ist es so, dass eben bei diesen Geimpften in dieser Altersgruppe die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 22. Mhm. Bei den Personen, die jetzt aber noch nicht geimpft sind, liegt sie bei weit über 230. Also es ist fast ein Faktor 13 hier, der da mitschwingt. Ist das nicht, also einerseits, warum sind in dieser Altersgruppe noch so wenige Personen geimpft? Denn es ist ja mittlerweile so, dass sich ja jeder in Österreich impfen kann, seit ungefähr Juli. Also sprich, es wäre schon möglich für jeden jetzt auch hier voll immunisiert zu sein. Was ist denn das, was da fehlt in der Kommunikation? Oder was ist das, was auch den Jugendlichen und den Kindern oder halt ab 12 Jahren eben fehlt, um sich hier impfen lassen zu wollen? Mhm. Also ich würde da weniger die Kinder und Jugendlichen in die Pflicht nehmen, sondern natürlich die Eltern, weil auch die Durchimpfungsraten unter den Erwachsenen zu wünschen übrig lässt. Natürlich ist sie viel höher als bei den Kindern und Jugendlichen, keine Frage. Auch weil für einen Teil ja noch keine Impfungen zur Verfügung stehen. Aber
Aber man muss bei den Eltern da ansetzen und das multipliziert sich ja dann sozusagen zu den Jugendlichen. Wenn deine Eltern impfskeptisch sind, wenn deine Eltern, was einfach krasse Fake News sind, verbreiten und daheim am Esstisch drüber reden, dass Impfungen unfruchtbar machen würden. Ich meine, natürlich färbt das auf die Kinder und Jugendlichen ab, ist ja klar. Gut, also, aber zwischen 60% mehr oder weniger und 11% ist schon noch ein großer Unterschied. Ja, aber das liegt schon daran, dass man bei den Kindern und Jugendlichen auch viel später begonnen hat zu impfen. Und wie gesagt, nicht alle sich impfen lassen können noch. Aber natürlich, jetzt steht es offen, ja, für einen Großteil zumindest oder für einen großen Teil. Und da würde ich mir einfach erwarten, dass man als Politik ein bisschen kreativer ist. Ja? Also, dass man nicht irgendwie dann 3 Wochen sozusagen immer das Gleiche runterbetet, sondern wir wissen zum Beispiel, dass in bestimmten Bevölkerungsschichten, die nicht der deutsche Muttersprache haben zum Beispiel, dass da natürlich viele Sprachbarrieren sind. Ist ja logisch, wenn man 1,5 Jahre nicht versucht hat, die zu erreichen dann, und viele nach 1,5 Jahren erst in der sozusagen auch deutsch sprechenden Bevölkerung die Messages angekommen ist, natürlich braucht es da vielleicht auch noch Überzeugungsarbeit. Da würde ich mir mehr wünschen und da wird es nicht reichen, wie der Herr Gesundheitsminister, dass man ein paar Videos auf Türkisch und auf Serbisch macht, sondern da muss man sich andere Sachen überlegen. Aber natürlich, sage ich auch ehrlich, wir haben es in Österreich auch schwer, weil wir in Österreich, wie übrigens in vielen anderen europäischen Ländern, nicht eine Partei haben, die bewusst Fake News verbreitet, die Menschen verunsichert. Und ich finde das so, ich finde das wirklich so schlimm. Wissen Sie, ich habe mir das Sommergespräch mit dem Herrn Kickl angeschaut im Fernsehen und ich bin ein Politiker, ich bin ein politisch denkender Mensch. Und sogar bei mir hat er es mit seiner perfiden Rhetorik geschafft, zu Zweifel zu sehen. Und wenn man das danach nachgoogelt, sieht man, dass es alles nur Fake News sind. Und wenn natürlich eine Person, alleinerziehende Mutter zum Beispiel, den ganzen Tag hackelt, den ganzen Tag arbeitet, Kinderbetreuungspflichten nachgeht, dann kurz die Nachrichten anschaut und dann sieht sie einen Politiker, den sie vielleicht gar nicht wählt, aber man hat da vielleicht doch ein bisschen eine Erwartungshaltung an die Redlichkeit des Politikers, der dann einfach irgendwelche Zahlen durcheinander bringt und Lügen aufstellt. Natürlich verunsichert das und das ist eine Herausforderung, die haben wir in Österreich einfach, weil die FPÖ als große Partei diese Art der Politik macht. Natürlich, eines ist schon klar, es gibt eben, wie Sie schon angesprochen haben, durchaus eine Menge an Personen, die verunsichert sind. Ja. Und das ist natürlich ein Nährboden an Klientel eben für so eine Partei, logischerweise. Mhm. Das heißt aber, was könnte man jetzt noch tun? Auch, wir hatten ja auch schon andere Jugendsprecher bei uns, die auch gemeint haben, dass sie sich gar nicht so abgeholt fühlen auch von der Politik, ja. Dass das teilweise für die Jugendlichen eher als arrogant wahrgenommen wird oder so, na, du musst oder du sollst oder irgendwie, also dass dann nicht wirklich so mit Informationen nicht wirklich auf die Jugendlichen und eben Jung und Kinder zugegangen wird, sondern eher so von oben herab. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was man besser machen könnte. Sie haben ja sicher auch Kinder und Jugendliche im Umfeld, Familienumfeld und so weiter, die sind nicht auf Facebook. Die schauen nicht jeden Tag die ZIP2, sondern wo informieren sich die? Das sind andere Medien, TikTok zum Beispiel oder andere soziale Medien. Twitch oder was auch immer. Wo auch immer, ja. Warum nutzt man als die deutsche Bundesregierung macht das zum Beispiel vermehrt, warum nutzt man nicht neue Medien, um mit den Jungen, also wenn man sagt, man will die Jungen erreichen, muss man auch ihre Sprache sprechen. Und da muss man sich auch derer Kommunikationskanäle ermächtigen, die sie verwenden. Und das würde ich mir wünschen zum Beispiel von der österreichischen Bundesregierung, auch schon viel früher, als der grüne Gesundheitsminister mal gesagt hat, sagen die depperten Jugendlichen so quasi sinngemäß sind schuld daran, weil die das Virus über die Grenze rein. Wäre doch gescheiter, wenn man mit den Jugendlichen auf Augenhöhe auf den Kommunikationskanälen kommuniziert. Ich bin seit einem Jahr mit einem Account auf TikTok und ich merke, dort ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation mit 15-, 16-Jährigen als auf Instagram oder so. Ja? Also das ist einfach eine ganz andere Zielgruppe. Da auch Influencer mit an Bord holt. Ja, kreativ sein. Einfach alles tun, wenn man sagt, alles Notwendige tun, dann darf man sich auch nicht so gut sein, vielleicht für eine Idee, die für einen Politiker irgendwie zu niveaulos oder so erscheint. Das Ziel muss sein, möglichst Menschen müssen sich durchimpfen, damit wir eine Herdenimmunität, also impfen lassen, damit wir die Herdenimmunität erreichen. Und ob das eine Influencerin schafft, ja, wenn die schafft, ein paar hundert Leute zu überzeugen, dann ist das doch super. Ja, großartig. Dann natürlich noch eine Frage an Sie, und zwar, Sie haben auch die Kommunikation immer wieder angesprochen, die Kommunikation, die eben zwischen der Regierung und den Schulen stattfindet, dass die zu wünschen übrig lässt. Es war ja auch so, dass gerade in den letzten Tagen vor dem Schulstart hunderte Seiten an Instruktionen gekommen ist an die Schulen, was es alles zu tun ist. Mhm. Was sagen Sie denn dazu? Ja, also ich kann Ihre sozusagen, was Sie in der Frage auch impliziert haben, nur unterstreichen. Wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern spricht oder auch mit Direktoren, Direktorinnen, was ich auch über den Sommer gemacht habe, da war ein komplettes Fragezeichen, wie denn der Herbst wird. Und auch jetzt, es ist einfach so, niemand kennt sich aus und keiner, die rechte Hand weiß nicht, was die linke macht.
Und da denke ich mir schon, wir sind die Letzten, die jetzt pauschal alles bei der Regierung kritisieren. Es war ein schwieriges Jahr, es war ein schwieriger Anfang vor allem, aber es ist einfach ein Unterschied, ob wir jetzt uns im März 2020 befinden oder 1,5 Jahre nach Beginn der Pandemie. Da kann man ein bisschen ein geordneteres Krisenmanagement erwarten. Und also in Teilen haben die da einfach schon versagt. Ich denke mal, wenn eine Lehrerin einfach jetzt nicht weiß, ein paar Tage vor Schulbeginn, wie denn das wird, dann läuft irgendwas schief. Gut, dann sage ich auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank. Dankeschön fürs Kommen. Hier Jannik Schetti, Jugendsprecher der NEOS. Ja. Vielen Dank. Danke.